Was geht ab, Leute? Mein Name ist Riders Chaos oder Jonas, je nachdem, was euch besser gefällt. Es freut mich, dass ihr mal wieder eingeschaltet habt zum Teil 2 von meinem Skiurlaub. Ich bin sehr hyped, denn heute wird die Drohne verwendet. Das war zwar beim letzten Teil schon mal der Fall, aber nicht auf dem Berg. Ich bin nervös, sage ich euch ehrlich. Ich habe auch letztens gar nicht gezeigt, wie ich das Ganze eigentlich verpackt habe, denn ich bin mittlerweile stolzer Besitzer eines wunderschönen Drohnenrucksacks. Sehr, sehr nice. Habe ich zu Weihnachten geschenkt bekommen. Hier noch so eine Landeplattform und so. Sehr, sehr nice. Passt unfassbar viel rein. Ich hoffe, die Akkus verbinden sich nicht irgendwie im Rucksack und alles fängt an zu brennen. Aber das sollte irgendwie passen. Ja. Und dann werden wir mal sehen, was da passiert. Aktuell sieht das Wetter sehr gut aus. Ich weiß nicht, erkennt man hier irgendwas? So ein bisschen, ne? Dementsprechend schauen wir mal, was das wird. Ich hoffe, dass ich vielleicht dann später irgendwie den Rucksack bei irgendeiner Station da abgeben kann oder sowas, damit ich dann vielleicht doch noch so ein bisschen Skifahren kann. Denn wenn ich damit hinfalle, schwierig. Naja, mal sehen, was es wird. Wir sehen uns oben auf dem Berg. Bis gleich. So Leute, ihr seht, ich bin oben angekommen. Wetter ist halt wirklich echt sehr, sehr nice. Aber was mich noch so ein bisschen stört, hier ist halt nirgendwo Sonne auf der Piste. Das heißt, wenn ich jetzt hier starte, ist alles Schatten. Wenn ich abhebe, ist möglicherweise Sonne. Das ist halt kameraeinstellungsmäßig eine ganz schwierige Sache, müsst ihr wissen. Dementsprechend, ja, weiß ich noch nicht so ganz. Mein Plan ist jetzt wahrscheinlich einfach ganz hoch zu fahren, gucken, wie es da ist. Mir ist auch aufgefallen, das Landing Pad ist ja schön und gut, aber was, wenn ich die Brille aufhabe und dann das Ding wegfliegt? Weil das kriege ich ja nicht mit. Ich meine, man hat zwar solche, sag jetzt mal, Hergänge, die man da so reinpackt, aber im Schnee werden die ja jetzt nicht wirklich fest. Vielleicht lege ich einfach die Skistücke, Skier oder sowas drauf. Muss mal schauen. 20 Minuten später. So Leute, ich bin oben angekommen. Also Ausblick ist natürlich schon sehr, sehr nice. Mal sehen, was das jetzt wird. Ich mache ja auch quasi heute einen kleinen Solo-Tag, denn ist ja langweilig für die anderen jetzt, wenn die jetzt hier die ganze Zeit mit rumstehen, sehen, wie ich die Drohne im Schnee versenke und ganz traurig nach Hause fahre. Ich werde jetzt mal so langsam auspacken. Diese Skischuhe machen mich hoch. Ich sag euch ehrlich, der Wind geht auf jeden Fall auch nicht so viel, deswegen wird man sehen. Vielleicht finde ich auch ein paar Steine, so viel Schnee liegt ja nicht. Mal schauen, was wird. Also, ab geht's. Oh,
Was ein Übergang, oder? Wahnsinn. Naja, jedenfalls, ihr seht, ich bin im Bademantel mal wieder, denn ich bin gerade aus der Sauna gekommen. Es war ein sehr wilder Tag, denn ich habe es geschafft, die Drohne nicht zu zerstören. Immerhin, das ist schon mal viel wert. Und dann habe ich tatsächlich auch geschafft, meinen Rucksack irgendwo abstellen zu können. Dementsprechend bin ich dann auch noch ein bisschen alleine gefahren. War echt mal schön, ohne Rucksack zu fahren tatsächlich. Denn ich meine, sonst habe ich ja auch immer einen Rucksack mit, wo der ganze Kamerakram und sowas drin ist. Und jetzt noch der Drohnenrucksack, der aber wirklich absolut Katastrophe ist. Also das Ding war halt ultra schwer. Liegt natürlich daran, dass ich, keine Ahnung, 10 Akkus oder so dabei habe. Und natürlich noch der ganze Rest. Dementsprechend war ich sehr, sehr froh, dass ich da die Chance hatte. Aber gut, auf jeden Fall bin ich sehr, sehr froh, wie gesagt, dass das Ganze funktioniert. Ich meine, klar, es hätte natürlich noch die ein oder andere Sache besser sein können. Gerade reichweitenmäßig habe ich aktuell irgendwie so ein paar Probleme. Ich weiß nicht, was da los ist, aber das kriege ich irgendwie noch gefixt. Auf jeden Fall wäre es natürlich auch cool gewesen, wenn ich jemanden von den anderen noch mitgefilmt hätte, während die Skifahren, aber das funktioniert halt nicht so einfach. Und wie gesagt, ich musste erstmal den ganzen Kram da ein- und auspacken und da jetzt wieder woanders hinfahren, wieder alles auspacken. Das dauert einmal ewig. Und ihr müsst überlegen, ich stande dort an dieser Stelle fast 2 Stunden ungefähr, weil ich bin ja nicht nur ein Akku geflogen, sondern 7, 8 Stück oder sowas. Dementsprechend, ja, habe ich auch zwischendrin immer mal wieder die Handschuhe angezogen, weil es war natürlich auch ultra kalt. Irgendwann kam natürlich auch noch Wind dazu, das war mein persönliches Highlight. Aber naja, es hat alles funktioniert. Jetzt zum 12.000. Mal und dementsprechend bin ich sehr zufrieden. Apropos zufrieden, ich werde jetzt erstmal zufrieden in mein Bett gehen und erstmal ruhen, denn ja, es ist wirklich anstrengend. Skiurlaub, immer wieder erstaunlich, wie wenig Entspannung dabei ist, bin ich ehrlich. Denn ich meine, mir tut mittlerweile wirklich alles weh. Aber man muss sagen, seitdem ich den Schmerz einfach ignoriere, geht's so langsam wirklich. Also ich glaube, wenn ich noch eine Woche mit den Skistiefeln fahre, passt das? Naja gut, wir sehen uns dann morgen früh wieder zum letzten Skitag. Endlich mal nochmal Skiaufnahmen. Mensch, es ist ja lange her. Aber gut, genug geredet. Wir sehen uns morgen. Bis später. Und der letzte Skitag ist jetzt auch angebrochen. Ich werde jetzt zum Frühstück gehen natürlich, dann Skisachen alle anziehen und dann geht's auf den Berg. Hyped bin ich nicht so ganz, bin ich ehrlich. Wetter sieht zwar ganz gut aus, aber trotzdem, die Kraft schwindet sehr. Nee. Aber gut, naja, letzter Tag, ab geht's. Start it up! Geht wieder mal an denselben Spot wie gestern, wo ich Drohne geflogen bin. Ich bin sehr gespannt, denn ich bin der Meinung, heute ist irgendwie noch mal besseres Drohnenwetter. Denn im Tal liegen so ein bisschen Wolken und so. Das ist schon, ja, noch mal ein schöner Blick. Aber ich will mich nicht beschweren. Ich bin froh, dass meine Drohne noch lebt, die Kamera noch da ist. Deswegen, ja, passt schon. Aber gut, auf jeden Fall wird jetzt ein bisschen Ski gefahren, ne? Was sonst? Die Füße schmerzen, aber was soll man machen, ne? Ich habe auch festgestellt, dass meine Kanten an den Skiern einfach unfassbar schlecht sind. Ich muss die einfach dringend mal zum Service schaffen. Ich glaube, das macht auch noch mal einiges aus, denn sobald irgendwas so ein bisschen härter wird, ist es komplett Katastrophe. Da rutsche ich einfach drüber oder bleib halt komplett auf der Kante liegen, sodass die Skier einfach nur noch im 90 Grad Winkel in irgendeine Richtung fahren und das ist jetzt auch nicht so gut. Ich denke, das ist auf jeden Fall eine gute Lösung, aber gut, mal schauen. Auf geht's in den letzten Skitag. Let's go. Yeah, I know you said, baby, this is final. And I blame myself. All that's left to me now is an animal. And I cry for help. I wish my call's gonna reach you. Give it my all, cause I need you. Oh, let it go, let it go, let it go. Till I get you alone. I can't help but hide.
machen. So Leute, das war's vom Skiurlaub, beziehungsweise vom Skipark zumindest. Ich werde mir jetzt noch einen wohlverdienten Kaiserschmarrn reinziehen. Hier, kleiner Einblick. Aber ansonsten passiert heute auch nicht mehr viel. Die Beine machen jetzt ultra schnell zu. Selbst bei so langsamen Ziehwegen ist wirklich schon Ende Gelände. Deswegen, ja, lass uns lieber dabei. Es war schön, dass ich mal wieder Skifahren war. Das Video wird tendenziell wahrscheinlich relativ spät erst kommen, denn es ist aktuell wieder alles ziemlich voll. Also die Uni kickt ultra hart. Prüfungsphase fängt auch bald wieder an. Aber das wird schon irgendwie. Ich hoffe, euch haben die zwei Teile gefallen. Ich weiß, es waren immer 12 aus 10. Die Einstellungen waren immer 12 aus 10. Rauschen ohne Ende auf dem Berg, aber nützt ja nichts. Also dann, das war's vom Skiurlaub. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Schreibt gerne einen Kommentar, was denn euer Lieblingsessen in Österreich ist. Schaut in der Videobeschreibung mal rein. Dort sind alle Links von Social Media, Patreon und so weiter. Und dann, bis wann auch immer. Macht's gut und ciao. Das ist an der Wand machen, das war nicht anstrengend. Machen wir jetzt auch.